Wir alle sind ja mehr oder weniger in diesem Leben mit überwältigenden Erfahrungen konfrontiert, die uns früher oder später im Leben ereignen. In der Regel ist es so, je früher sie uns ereignen, desto schwieriger ist es, diese zu integrieren, weil man eben umso weniger Resilienzfähigkeiten hat oder Fähigkeiten hat, sich selber zu beruhigen, zu containen. Man braucht also immer jemanden von außen, je jünger man ist, ist ja logisch. Ne? Und und umso leichter wird etwas als überwältigend erlebt. Kann man sich ja vielleicht selbst noch so dran erinnern, dass was einen früher in der frühesten Kindheit, was man da quasi schon aus der Bahn geworfen hat, da ist man mal auf die Knie gestürzt oder so und dann war das natürlich gleich ein Weltuntergang, weil der Schmerz dann kam oder ich weiß, ne, der Schock dann da war. Und wenn dann ein guter Erwachsener in der Nähe war, der einen quasi wieder auf den Arm genommen hat oder dann mit Zureden reguliert hat, dann war das Ganze auch schnell wieder vergessen. So, das ist erstmal so ein klassisches Ereignis, aber wenn kein anderer da ist, der einen reguliert, ist es schon ein Ereignis von einer gewissen Form von Überwältigung. Levine sagt, dass gerade traumatische Ereignisse sind gerade Ereignisse, die vor allen Dingen in der Abwesenheit passieren eines wohlwollenden anderen. Ja, und also überwältigende Ereignisse, die eben ohne eine Verbindung, die wohlwollend ist, passieren, womit man im Grunde auf sich allein zurückgeworfen ist, mit der Hilflosigkeit, mit all dem, was da einhergeht.